Erstens, ein rationaler Horizont. Je älter ich werde, desto häufiger falle ich Druckfehlern zum Opfer. Und übrigens habe ich Hunger. Ich glaube an das Böse, aber was tut das Gutes? Gegensätze ziehen mich nicht an. Keine Verrücktheit scheint unwahrscheinlich. Ich schlafe in größtem Frieden, ein williger Riss im Muster. Kleine Lücken im Wortschatz strapazieren meine Sinne. Schau, der Himmel ist ein Waschlappen. Ich durchquere Entfernungen in einem bestimmten Winkel. Gefühlsstufen verbergen tiefere Neutralität, dicht unter unseren Lieblingsreaktionen. Der Horizont scheitert an so vielen Hindernissen, die lassen ihn nicht vernünftig sein. Er ginge quer durch Hügel und Häuser, aber bliebe lokal. Sowohl das Exil der Seele als ihr höchstes Interesse sind Zeichen von Hungersnot. Ich kreise in der Annahme, das Weltall ist ein Individuum.